Ach, ich bin einfach viel zu ehrlich. Ich werde Isaacs Auftrag auch weiterhin erfüllen. Sag doch einfach, wo Isaac ist! Schwachbirne! Der Hazy hat vorausgesagt, dass sich die Kibombo für eine Weile ruhig verhalten werden. Ich kann nur hoffen, dass er Recht behält. Der Wahrsager hatte noch niemals Unrecht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Kibombo jemals ruhig verhalten werden. Vor kurzem habe ich einen Reisenden gegenüber dem Magmafelsen erwähnt. Er schien äußerst interessiert daran zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ist er in diese Richtung weitergezogen. Ich glaube nicht, dass man momentan den Magmafelsen erreichen kann. Der Fluss ist viel zu tief und reißend. Merkwürdig. Zwar ist es hier in Gondovan unerträglich heiß, aber wenn man in den Süden reist, stößt man dort auf bittere Kälte. Ja, sollte es im Süden nicht eigentlich warm sein? Es sei denn, man ist beim Südpol. Das Land Tundaria ist ein frostiges Ödland, das seinem Namen alle Ehre macht. Ach, ist es das. Die Kälte Tundarias erstickt für mich jegliches Leben. Vergleicht mit diesem unfruchtbaren Land ist die Hitze in Gondovan geradezu ein Segen. Ich habe gesehen, wie Rauch aus Kibombo aufgestiegen ist. Ja, ich habe das Dorf angezündet. Gab es dort vielleicht ein großes Freudenfeuer? Nein, ich habe das Dorf angezündet. Aus Kibombo steigt schon seit geraumer Zeit Rauch auf. Ich bezweifle, dass es sich dabei nur um Feuer handelt. Du kannst ja nachgucken, wenn du willst. Vor einiger Zeit kam ein Mann hier vorbei. Er sagte, er wolle nach Kibombo gehen. Bis jetzt ist er noch nicht wieder zurückgekommen. Sicher haben ihn die Wachen in den Bergen geschnappt. Und an die Haie verfüttert. Wenn der Mann, nachdem sie suchen, nach Kibombo gegangen ist, müssen sie sicher noch warten. Kibombo ist gerade ein sehr gefährlicher Ort für Außenstehende. Ich glaube, diese Krieger haben vom Hellseher viel über ihre Zukunft erfahren. Was solltet ihr auch tun? Bringt ihm eure Ausrüstung genauso, wie es die anderen getan haben. Ups. Ich hab Synergie. Ich wollte dich nicht zerquetschen. Ich hab mich nur verklickt. Unser Hellseher verfügt über große Macht. Jedem, der auf seinen Rat hört, wird großes Glück widerfahren. Unser Hellseher berichtet seit einiger Zeit von schrecklichen Dingen. Er sagt ständig, dass unser Frieden bald entschlafen wird. Nicht gerade aufmunternd. Entschlafen? Der Hellseher sagt, dass die Kräfte der Natur den Fortschritt der Zivilisation wieder entflammen würden. Aber was ist nun besser? Eine fortschrittliche Zivilisation oder eine friedliche? Eine gute Frage! Autsch, da kam so ein Raufbold und hat nach einer Frau namens Minadi gefragt. Ja, auch eine Charakterin, die wir aus dem ersten Golden Zahnteil kennen. Zu gut. Ich sagte ihm, ich hätte den Namen noch nie gehört. Da hat er mich umgestoßen und ist fortgerannt. Und wer hat nach Minadi gefragt? Es geht nur vor sich in dieser Welt. Die Leute haben keinen Respekt mehr vor dem Alter. Ja, warum auch? Als ob Verwelken eine Leistung wäre. Ja, Spaß mal beiseite. Mr. Wahrsager! Aber erstmal zu ihm. Der Rauch über den Bergen von Kibombo kommt von einem Signalfeuer. Die Zeichen sind nicht leicht zu entziffern. Wer immer sie macht, muss noch viel üben. Die Rauchzeichen sagen, dass etwas zu Ende gegangen ist. Oder vielleicht, dass jemand oder etwas erwählt wurde. Es ist nicht einfach, das zu entziffern. Ich
wünschte, sie würden an ihrem Signaltechnik arbeiten. Oder einfach einen Brief schreiben und direkt eine E-Mail verschicken. Wenn Sorgen eure Herzen quälen, solltet ihr mit meinem Vater sprechen. Ja, Vater sollte mehr für seine Dienste verlangen. Die Leute ziehen großen Nutzen aus seiner Kunst. Warum soll denn sollte er nicht mehr davon profitieren? Die Zukunft aus Menschen, der Rüstung eines... Die Zukunft aus der Rüstung eines Menschen zu lesen, erfordert viel Energie. Daher ist er nicht immer bereit, dies auch zu tun. Aber wenn ihr ihm 20 Münzen anbietet, ist er der Sache vielleicht etwas geneigter. Wenn Vater den ganzen Tag in der Zukunft gelesen hat, schläft er wie ein kleines Kind. Ein wirklich laut schnarchendes kleines Kind. Muss ihm die Nase zuhalten. Ja, tretet vor den Tisch. Ich hab einen neuen Gegenstand. Ja. 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 Was sagst du mir zum Ball, den wir von Aaron aufgesammelt haben? Seid ihr bereit? I'm ready. Ich beginne nun. Oh, Maria, und ich sehe, jenseits des Gegenstands, der vor mir liegt, offenbart sich ein Weg, dem ihr folgen solltet. Ihr müsst eine Waffe schmieden, um einen sterblichen Gegner zu bezwingen. Sucht nach den Einzelteilen. Ja. Guter Hinweis. Ich soll also nach Einzelteilen einer Waffe suchen, um einen Gegner zu besiegen. In einer Welt. Mit der Größe. Kann man diese Vorhersagen auch etwas genauer haben? Ich meine ja nur, ich will mich zwar nicht beschweren, aber... Doch, ich will mich beschweren. Aber es scheint denen egal zu sein. Ach komm, ja, das bisschen Psy-Energie. Das bisschen Psy-Energie. Hobbidi, hobbidi, hopp, hopp, hopp. Bloß nicht runterfallen. Preisfrage ist, ich suche hier etwas. Und die Frage an der Frage ist, es ist da unten. So, wo muss ich... Da oben muss ich lang darüber zupfen. Okay. Frage geklärt. Potzblitz. Echt mal. Gefrierrad! Alles wurde weggebrannt. Nein! Da runter. Muss ich auch da runter? Felix untersucht den Boden. Felix erhält Heilschwamm. Ja, Heilschwamm. Seltener und köstlicher Pilz. Ich sehe schon, Felix wird zum Pilzsammler. Pilze! Yay! Was kommt als nächstes? Fußpilz für Felix? Ja, damit hätten wir das auch abgehakt. Seiltänzer! Sehr interessantes Geräusch war das gerade, als der Geysir da hinten aktiviert wurde und wir ihn eingefroren hatten während der Psy-Energie. Hurricane! In your face! Kleines Küken! Kleines Küken! Falsch. Oh Gott.
komm schon, ernsthaft. Sei doch nicht so gemein. Ernsthaft. Ist eigentlich noch jemand in der Höhle? Und niemand zu Hause. Das ist aber schade. Ja, ganz schön viel schade. Schade, schade. Schade, schade. Lass die nur als Abkürzung. Na, kleines Hühnchen, bist du jetzt erfreut, dass das Wasser wieder geflossen ist? Ich wusste es. Ich wusste, dass hier etwas vergraben lag und sie haben es ausgegraben. Seht ihr das, Mann? Sie haben es ausgegraben. Schnüffel, 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 schnüffel. Schnüffel, schnüffel. Tempel Mandra. Ja, wir wollen wieder zurück nach Mandra. Ein weiter Weg. Obwohl, wenn uns eigentlich gar nicht wortwörtlich gesagt wurde. Sackfuck! Dann wollen wir mal den ganzen Weg zurücklaufen. So viel zum ganzen Weg, ne? Was zur Hölle? Wir haben uns so viel Mühe gemacht, um das Schiff von Briggs zurückzuholen und jetzt können wir es nicht reparieren? Ich glaube, der Bürgermeister wird eine Versammlung einberufen, um das Problem zu erörtern. Ja, Erörterungen. In letzter Zeit gab es so viele Versammlungen. Dieses Boot muss sich wirklich in einem miserablen Zustand befinden. Ja, da gibt es ja immer noch diesen großen Felsen, der auf dem Hauptmast liegt und deswegen nicht das Schiff repariert werden kann. Der Bürgermeister ist endlich wieder aus Al-Hafra zurückgekehrt. Oh, das ist aber schön. Er war so lange fort. Langsam habe ich mich gesorgt, ob er jemals wiederkommen würde. Nein, er ist durchgebrannt. Mit wem auch immer. Hey, ihr seid es. Schön, euch wiederzusehen. Ihr wollt nach Madra? Aber sicher doch. Kommt nur. Seid willkommen. Wie lange müssen wir hier noch Wache schieben? Jetzt mal ernsthaft. Von wem sollen wir denn die Stadt noch bewachen? Es hat uns doch ohnehin schon jeder mal angegriffen. Ja, jeder hat euch... Ich habe euch noch gar nicht angegriffen. Also hat euch gar nicht jeder angegriffen. Das können wir ändern. Na du, das ist ein Überfall, Geld her! So viel dazu. Ich sollte meine Diebeskarriere aufgeben. Es ist ja nicht so, dass ich nicht nach Al-Hafra will, aber wäre das denn sinnvoll, wenn wir den Mast ohnehin nicht reparieren können? Wenn ein Gebäude kaputte Säulen hat, reißen wir es ein. Sollte ein Boot mit einer kaputten Säule nicht auch abgefragt werden? Es scheint, als wäre niemand besonders glücklich darüber, dass der Bürgermeister nun ein großes neues Schiff hat. Der arme Bürgermeister. Ja, der arme Bürgermeister. Niemand freut sich über ihn. Und es scheint, das war eine grausige Welt. Jeder freut sich nur über das, was er selber erreicht hat. Unser Bürgermeister hat noch nicht viel für uns getan. Wir sollten ihm aber für das Boot danken. Echt mal. Ein bisschen mehr Dankbarkeit für alle. So viel dankbar, dass ich gerade beim Sprechen gespuckt habe. Zu viel Information, ich weiß, das wollte ich ja schon immer wissen. Der Bürgermeister bat mich, mit ihm nach Al-Hafra zu reisen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Wenn das Schiff durch Wind betrieben wird, wie verlässlich kann es dann schon sein? Naja, also
Solange du nicht in den grauen Belt gehst von One Piece, sollte alles in Ordnung sein. Immer schön auf den Wind warten und wenn nicht, dann... Ach, hast du halt Pech gehabt.